Laura Tonsch, ich bin die Regisseurin vom ersten Instagram-Game vom Theater Erlangen. Ein Instagram-Game ist ein Format, das versucht, die Plattform Instagram, die eine Plattform, eine Social-Media-Plattform ist, die wir oder viele Menschen jeden Tag nutzen, mal ein bisschen anders nutzt und dort ein Erlebnis schafft. Das ist so die Grundidee. Und dadurch, dass dieses Erlebnis interaktiv ist, hat es automatisch einen Game-Charakter. Und wir versuchen mit diesem Projekt ein neues Format auszuprobieren, in dem die Leute einen Fall lösen müssen. Wir haben drei Schauspielerinnen vom Ensemble und es wird so eine Mischung sein vom gesamten Prinzip her, wie so eine Mischung aus TKKG und drei Fragezeichen und Tatort und Cluedo, so ungefähr. Also man wird in Räume hineingehen können und dort Indizien sammeln, Motive sammeln, man wird dort Leute treffen, man wird sie bei was erwischen und so. Und das Publikum zusammen wird dann herausfinden müssen, wer die Täterin war. Es wird über 3 Tage gehen. Das heißt, man bräuchte über die 3 Tage Kapazität und auch Lust auf der Plattform, sich in der Zeit aufzuhalten und eben einen Instagram-Account. Wir werden auch einen Administrations-Account haben, in dem wir die Spielanleitung raufstellen werden. Aber ich denke, der Rest wird sich erschließen.